Tonmaterial ist fast bei jedem 3D-Drucker dabei. Und ich werde von vielen Leuten gefragt, ey Maggie, auf was muss ich achten, wenn ich mir Material für meinen neuen 3D-Drucker kaufe? Und wenn du wissen willst, warum das hier am besten in die Tonne gehört und auf was du achten solltest beim Materialkauf, dann bleib dran. Gut und grüß wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von makorama.de und wir schauen uns heute mal an, warum so ein Filament hier eigentlich in die Tonne gehört und auf was du achten solltest, damit du beim Filamentkauf keinen Fehler machst und Spaß am 3D-Drucken hast. Warum ist sowas hier schlecht? Fangen wir erstmal damit an. Das ist ein Material, was wahrscheinlich viele von euch kennen werden, wenn sie einen 3D-Drucker haben. Entweder bekommt ihr so eine Beispielrolle hier entsprechend, in dem Fall ist das jetzt eine Probenrolle von 3D Fuel, die ich bekommen habe. Oder ihr bekommt hier so eine kleine 50 Gramm Probe, wenn es überhaupt 50 Gramm sind. Und meistens kann man die Dinger hier einfach in die Tonne kloppen. Ganz einfach, warum? Das Zeug taugt nichts. Ja? Also ich finde das hier persönlich gesehen eine Beleidigung und Materialverschwendung, weil man könnte die Energie, die hier reinfließt, einfach viel nachhaltiger verwenden. Ja? Das Ding gehört einfach weg. Ich behalte es immer, weil ich das immer zeigen will als Negativbeispiel, warum der Scheiß einfach nicht nötig ist. Ja? Also die Filamenthersteller könnten sich das echt sparen. Der Grund dafür ist ganz einfach, die Dinger haben keinen konstanten Durchmesser und natürlich, wie soll es auch anders sein, es ist natürlich das billigste Material überhaupt und wenn es billig ist, da kommt alles Mögliche rein und nicht das, was reingehört. Und ganz ehrlich, die Ressourcen kann man sich wirklich sparen und wirklich anders verwerten. Es ist viel nachhaltiger und viel besser als so ein Scheiß. Aber fangen wir erstmal an. Worauf solltest du achten, wenn du dir gerade einen 3D-Drucker gekauft hast und neues Material brauchst? Also, es gibt erstmal unterschiedliche Durchmessertypen. Und da gibt es einmal ein dickeres Filament, wie das hier von Form Futura. Ja, da kann man das sehen. Da. Jawohl, das ist ein bisschen dicker. Im Vergleich dazu ein 3D Fuel Workday ABS. Das ist natürlich deutlich dünner. Das sind 2,85 mm und das sind 1,75 mm. Das heißt jetzt nicht, dass das Material hier besser oder schlechter ist als das hier. Das ist einfach nur physikalischen Unterschied entsprechend im Durchmesser. Das solltest du wissen. Das solltest du wissen. Also wenn du jetzt hier so eine Probe entsprechend bekommst mit einem 3D-Drucker, steht das meistens hier drauf. Ich halte es mal dann in die Kamera. Da sieht man es. 1,75 mm TPLA. Oder auch hier beim 3D Fuel Work, der ABS, da vorne steht es drauf, hier an der Seite, da in schwarz, 1,75 mm. Steht auch auf den meisten Rollen entsprechend drauf. Ja, wenn das jetzt nicht bei der Beispielrolle, wenn du kein Filament als Sample dabei hattest bei deinem Drucker, musst halt eine Anleitung nachgucken. Wenn es da nicht drin steht, gibt es immer noch einen Trick. Dann kannst du natürlich gucken. Ich hoffe, man sieht es jetzt ein bisschen. Ja, und da siehst du schon, in diese Öffnung hier passt das Filament hier von der Dicke her gar nicht erst rein. Daran kannst du natürlich festmachen, okay, ob das Material reinpasst oder nicht. Ob das funktioniert für deinen Drucker oder nicht. Und in dem Fall ist es 1,75 mm, also so ein dünnes hier. Du kannst natürlich auch hingehen, kannst natürlich den Durchmesser oben entsprechend ausmessen, kannst gucken, wie breit ist das Ganze, passt da in 2,85 mm rein. Kann man alles ausmessen, ist kein Thema. Grundregel, Faustregel ist natürlich, solange du keinen Ultimaker, keinen Race 3D oder ein Lulzbot oder whatever entsprechend im etwas höherpreisigeren Segment gekauft hast, dann hast du höchstwahrscheinlich einen 1,75 mm Durchmesserdrucker. Ja, also da brauchst du dir keine großartigen Gedanken dann zu machen. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr groß. Außer du hast jetzt wirklich gesagt, okay, der erste Drucker, den ich mir kaufe, ist jetzt ein Ultimaker. Dann hast du natürlich 2,85 mm in dem Fall. Dann musst du natürlich darauf aufpassen. Aber Ultimaker gibt dir das auch an, welches Material reinpasst. Und da ist auch meistens noch eine schöne, wirklich vollwertige Rolle an Filament noch mit dabei. Jetzt haben wir das soweit geklärt. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Material wählst du? Und da sage ich dir auch, guck, was dein Drucker kann. Also du solltest dir am besten, wenn du einen Drucker schon hast, klar, dann musst du gucken in der Anleitung, was kann das Ding? Ja, also welche Temperaturen kann das Ganze drucken,
wie groß ist das Druckbett, wie ist das Druckbett beschaffen, ist das Ding eingehaust, also so wie beim Voron oder wie ich den beim Plusa eingebaut habe, einen Videolink dazu findest du hier oben. Dann kannst du natürlich auch mal mit der Zeit Materialien wie ein ABS drucken. Und ich sage explizit mit der Zeit, weil du solltest nicht gleich jetzt loslegen, wenn du jetzt einen eingehausten Drucker dir gekauft hast, gebrauchten Voron oder so in der Richtung, dass du dir gleich ein ABS kaufst, das draufknallst und direkt mit ABS loslegst. Das würde ich dir nicht empfehlen, ganz einfach deswegen, du musst erstmal den Drucker kennenlernen, du musst erstmal schauen, wie funktioniert der, wo sind die Schwachstellen, du musst erstmal wirklich mit dem Drucker warm werden und das kannst du einfach, indem du PLA nimmst, was du relativ gut einstellst und dich dann so Stück für Stück ranarbeitest. Weil ABS hat nochmal ganz andere Probleme als ein PLA beim Drucken entsprechend. Das arbeitet viel mehr unter den Temperaturen und kann dadurch natürlich auch mehr Probleme verursachen. Und dann wunderst du dich, ich habe doch alles richtig eingestellt, vielleicht funktioniert der Drucker ja sogar ganz richtig, aber du hast vielleicht ein paar kleine Settings in deinen Filamenteinstellungen nicht richtig gemacht und schon druckt er nicht richtig. Das kann ja beim PLA nicht so leicht passieren. Und deswegen ist ein PLA vielleicht von Anfang ganz gut. Da kannst du, wie jetzt hier, das empfehle ich eigentlich jedem Anfänger, der ganz neu im Hobby ist, auch im Flo, der bei uns bei Makorama damals gearbeitet hat, einfach ein EasyPrint PLA von 3D Fuel. Warum empfehle ich das? Das ist einfach, billige Eigenwerbung, den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Das ist einfach sehr tolerant von dem, was du ihm reingeben kannst. Also ob du jetzt mit 190 oder mit 215 Grad druckst und 60 oder 70, 80, 90 Grad Druck bei Temperatur, ist dem Material relativ egal, weil es sehr tolerant ist in Bezug auf die Settings. Ja, also ich habe bis jetzt eigentlich noch gar keine Beschwerden gehabt, dass das Material sich nicht hat drucken lassen, selbst auf noch so günstigen Druckern. Und das ist natürlich für den Anfang erstmal, um in das Hobby reinzukommen, um nicht frustriert zu sein, ist das natürlich cool. Da ist das hier genaues Paradebeispiel, was nicht sein sollte. Da kommen wir gleich nochmal dazu entsprechend, wenn wir über den dritten Punkt reden. Aber grundsätzlich kannst du mit sowas hier kaum was falsch machen. Das Pro PLA auch. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel so eine schöne große Basis für eine Büste gedruckt entsprechend. Die drucken sich recht gut, aber auch so ein Form Futura PLA, jetzt hier in Galaxy PLA Ausführung oder auch von Redline. Das sind Materialien, die recht gut hergestellt sind, auch von der Zusammensetzung her und sehr gutmütig sind beim Drucken im Vergleich zu sowas hier. Ja. Ist einfach ein kleiner Tipp. Wie gesagt, die Links zu allen Produkten findest du unten in der Videobeschreibung. Ist schamlose Eigenwerbung. Dann gibt es nur einen Punkt, den lese ich auf Facebook immer und immer und immer wieder und die Leute lernen es nicht. Klar, die haben sich jetzt einen Drucker für ein paar hundert Euro dahingestellt und denken dann, okay, ich kaufe mir jetzt für 10 Euro eine Rolle Material und bin damit glücklich. Die Fortgeschritteneren unter euch werden jetzt wissen, okay, für 10 Euro kriegst du keine ordentliche Rolle Material. Und das hat auch erstmal nichts mit der Herkunft von dem Material zu tun. Das hat einfach nur was damit zu tun, dass du für 10 Euro nicht so viel erwarten kannst, wie jetzt für 20, 25 oder vielleicht sogar für 30 Euro. Klar, da ist nochmal ein Preisunterschied dazwischen, aber ganz einfache Frage. Würdest du jetzt in deinen Porsche, wenn du einen Porsche hättest, würdest du dort das billigste E10 oder wie es auch heißt, entsprechend an der Tankstelle reinfüllen? Höchstwahrscheinlich nicht, weil du weißt, damit wird der Motor von dem Auto wahrscheinlich relativ schnell kaputt gehen. Ja, der braucht ein hochoktaniges Benzin und dann ist das Auto glücklich. Und ähnlich verhält es sich beim billigen oder günstigen Material. Sagen wir mal günstigen Materialien im Vergleich zu Premium oder hochwertigen Filamenten wie sowas hier. Das ist nicht teuer, ja. Das kostet jetzt auch 20, 25 Euro. Aber im Vergleich zu einem 10 Euro oder sogar noch günstigeren Material kannst du einen Unterschied machen. Warum? Ich habe hier gesagt, ja, das hier ist wirklich somit das Letzte, was ich drucken würde. Ihr seht, das ist auch ein paar Jahre, das ist jetzt ein paar Jahre alt. Also ihr seht, ich habe es noch nicht aufgemacht. Der Grund dafür ist ganz einfach der, in der Community habe ich mehrfach mitbekommen, dass mit dem beigelegten Material einfach man sich wirklich nur die Düse verstopft. Und ich habe noch so eine Packung gehabt bei einem anderen Drucker und da war es einfach so, ich habe mir so schnell die Düse verstopft. Und woher kommt das? Auch unter anderem durch den Durchmesser. Ja, das ist ein 1,75 mm Material, aber ich vermute einfach mal, dass das Material so stark schwankt im Durchmesser her, das haben wir auch andere bestätigt, dass halt es auf der einen Seite vielleicht zu dünn druckt und auf der anderen Seite viel zu viel Material an der Stelle ist, wo dann die Düse nicht mit klarkommt und dann ruckzuck verstopft oder vielleicht einfach schon hier oben in dem Bereich vom Hotend, in dem Kühlgerippe hier oben, in der Heatbreak entsprechend schon verstopft, weil es sich einfach verkantet oder dort drin stecken bleibt und nicht mehr weiterkommt.
Und dann habt ihr echt Spaß damit. Ja, dann habt ihr echt Spaß, das Zeug wieder da rauszukriegen, wenn es vielleicht noch ein bisschen angewärmt ist und sich so richtig schön verklebt hat und alles drum und dran. Dann habt ihr richtig Party, dann wollt ihr nicht. Ja, dann seid ihr nämlich mal mindestens eine Stunde damit beschäftigt, das Ding auseinanderzubauen und entsprechend sauber zu machen. Ihr braucht eine Heißluftpistole und so Nadeln, mit denen ihr da rumfuchteln könnt. Das ist alles kein Spaß, wollt ihr nicht haben. Deswegen, nicht gut. Ein Punkt ist natürlich auch, dass in diesem Material natürlich nicht die besten Inhaltsstoffe drin sind. Ja, also das heißt, also da wird wahrscheinlich alles Mögliche reinfließen, was nicht wirklich nied- und nagelfest ist und was bei, sagen wir mal, 190 Grad anfängt zu schmelzen. Behaupte ich jetzt einfach mal, ja, weil ein richtig nachhaltiges NatureBox PLA Resin kann da natürlich nicht drin sein, weil für den Preis kriegst du es nicht hin, kriegst es nicht produziert. Ja, das heißt also, da wird wahrscheinlich alles Mögliche an Abfall drin sein, was irgendwie nur da reinpasst und was halt irgendwie die Farbe dann am Schluss ergibt. In dem Fall jetzt hier weiß, ja, was dann irgendwie funktioniert. Aber so wirklich Gedanken macht man sich darüber nicht und über Nachhaltigkeit nicht. Und das ist auch das, was ich meine. Das ist pure Ressourcenverschwendung. Das kann nichts taugen. Ja, das ist einfach, wie die Österreicher sagen, Schaß. Ja. Das ist ein schlechtes Beispiel, das ist ein ABS. Bei einem EasyPrint zum Beispiel, habt ihr NatureWorks PLA drin, als Resin, als Base Resin. Dann kommen nochmal die Farbpartikel mit rein und noch ein bisschen kleine geheime Rezeptur, aber das ist alles noch im Normbereich und alles innerhalb der europäischen Regularien, also wo die wirklich auf Umweltschutz und alles drauf achten, und das soll es ja auch sein beim Preditrop, dass das Ganze nachhaltig ist, dass das Ganze halt die Umwelt nicht so stark belastet und dass ihr damit halt wirklich sogar im besten Falle, wenn ihr Ersatzteile für irgendwas druckt, langfristig gesehen sogar die Umwelt schützt. Das könnt ihr mit sowas Billigem da nicht. Und die Ingenieure bei solchen Herstellern machen sich natürlich auch Gedanken, wie können wir das machen, dass die gerade die Einsteiger oder auch die Benutzer halt ein gutes Druckerlebnis damit haben, dass halt so eine Figur wie das hier halt entsprechend direkt beim ersten Druck wie aus dem Ei geleckt quasi rauskommt. Und dass das halt sehr gutmütig sich verhält und auch ein paar kleine Fehler in den Einstellungen verzeiht und damit auch ein Anfänger halt entsprechend problemlos drucken können und ihren Spaß haben. Nochmal zu dem Sprichwort, wer billig kauft, kauft zweimal. Wenn ihr natürlich ein günstiges Material kauft, 10 Euro oder günstiger, ja, da gibt es auch Hersteller aus Deutschland. Muss ich nicht immer auf den fernen Osten hier entsprechend verweisen. Da gibt es auch Hersteller aus Deutschland, die wirklich nicht gutes Material produzieren. Da könnt ihr gerne mal in der Community mal ein bisschen nachlesen. Da gibt es genug Hersteller, die in Deutschland oder in Europa sitzen, die einfach kein gutes Material produzieren. Und dann stellt euch vor, ihr habt hier so einen 11-Stunden-Druck und der krepiert euch hier irgendwo, weil das Material zu dick ist oder weil das Material zu dünn ist und die Schwankung halt einfach zu groß ist. Und entweder habt ihr dann hier durch das dünne Material so eine schöne Wolle hier oben drauf sitzen auf einmal, weil es halt nicht richtig druckt. Oder ihr habt ein zu dickes Material, eine Düse verstopft und ihr hört ab der Stelle auf, nach 4-5 Stunden. Und dann habt ihr echt einen Hals. Dann müsst ihr das ganze Ding nochmal drucken. Wenn es dann klappt, habt ihr Glück gehabt. Oder ihr kauft euch dann eine Rolle, die ganz gut druckt. Und habt dann direkt beim First Try entsprechend das kein Problem mehr. Aber ihr habt dann erstmal Materialverschwendung. Und das ist Materialverschwendung wirklich per Excellence. Weil das muss nicht sein. Und da habt ihr dann auch natürlich einen Frustfaktor. Weil ihr wollt ja dann, wenn ihr das Teil druckt, direkt das Teil fertig haben. Und nicht erst irgendwie, wenn ihr das neue Material bestellt habt und das dann besser druckt, dann in ein paar Tagen, wenn es dann frühestens da ist. Ja, deswegen achtet ein bisschen drauf, auch auf den Preis, dass es nicht immer das günstigste ist, was ihr euch schießt, ja, und dass es vielleicht auch noch irgendwie aus den Erfahrungsberichten in der Community im Internet gibt es genügend Berichte dazu halt entsprechend, und wenn ihr das wissen wollt, welches Material gut ist, ich werde auch nochmal in der nahen Zukunft nochmal ein paar Materialien testen, dann abonniert den Kanal, da zeige ich euch auch nochmal ein paar gute Materialien, die sich recht einfach drucken lassen, auch mit einem ganz normalen Drucker wie dem Ender 3 Pro oder dem Ender 3 V2 oder aber auch ein Prusa Mini. Genau. Der vierte Punkt, den vergisst man gerne. Den vergesse ich sogar manchmal ganz gerne, bis es denn soweit ist und dann auf einmal sich entsprechend, ich nehme jetzt einfach mal exemplarisch, nicht, dass hier jetzt schlecht ist, um Gottes Willen, aber bis sich dann hier irgendwann mal ein Knoten bildet und dann das Ganze sich verkantet und der Extruder nicht mehr einziehen kann und dann das Druckobjekt mitten im Druck aufhört, irgendwie weitergedruckt zu werden, weil kein Material mehr nachkommt. Und das ist die Wicklung. Durch die Wicklung auf dem Material, hier ist es jetzt schon ein bisschen chaotischer halt entsprechend, dadurch, weil ich halt schon ein bisschen was davon gedruckt habe und es immer ein bisschen hin und her gewickelt ist, aber man sieht hier schon entsprechend,
relativ gut, wie der Schichtaufbau ist. Ähnlich ist es auch natürlich bei 3D Fuel. Das ist auch ganz gut zu sehen, dass es recht konstant ist. Na, er stellt nicht ab jetzt. Da ist es auch recht konstant vom Aufbau her. Am besten macht das, muss ich einfach so sagen, Prusa mit seinen Filamenten. Die haben echt punktgenaue Landungen immer mit jeder Bahn, die da rumwickeln. Das ist echt gut, wie die das machen. Und das ist so ein Punkt, wenn das nicht richtig gewickelt ist und sehr chaotisch ist, wie es halt immer bei günstigen Filamenten vorkommen kann, dass ihr dann das Phänomen haben könnt, dass das Filament sich vielleicht verknotet. Gerade wenn ihr mal eine Rolle gebraucht hat oder so in Richtung, das sich gelockert hat, kann es sich direkt verknoten, wenn die Wicklung nicht gut ist. Und dann zieht es ein, der Knoten verhindert, dass es weiter eingezogen werden kann, weil es natürlich dann entsprechend so über eine Schlaufe halt drüber geht. Und dann stockt es im Extruder fest, es kann nicht mehr weitergefördert werden in die Düse. Und dann kann natürlich auch nicht mehr weitergedruckt werden, beziehungsweise der Drucker druckt einfach weiter, kriegt aber kein Material mehr nach und druckt dann ins Leere. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen ärgerlich, wenn ihr dann halt entsprechend Material verschwendet habt, weil das ist natürlich auch Geld, was ihr dann entsprechend auf den Tisch gelegt habt, wo ihr nichts für bekommt oder nur die Hälfte dafür bekommt. Wie gesagt, nochmal das Beispiel, stellt euch vor, diese Figur, dieser Standfuß hier, der druckt 11 Stunden, wenn der mitten bei 4,5 Stunden entsprechend einfach oder bei 5 Stunden einfach den Geist aufgibt, weil sich das Material verknotet oder weil das Material zu dick ist. Das ist natürlich dann entsprechend auch ein Punkt, wo man drauf achten sollte. Da gibt es Erfahrungsberichte auch im Internet, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ey, wie gut ist die Wicklung oder wie gut druckt sich das Material. Ihr könnt im Discord bei uns, den Link dazu, schamlose Eigenwerbung, findet ihr unten bei uns in Videobeschreibung. Und dort könnt ihr auch natürlich gerne jeden fragen, der dort ist, ey, wie ist das Material, wie lässt sich das drucken und kann man das empfehlen. Dann gibt es noch 2 Punkte, die vielleicht für den einen oder anderen wichtig sind und relevant sind. Ihr seht, ich habe hier hinten einen Iron Man und einen Grogu stehen entsprechend. Beide sind in Pro-PLA gedruckt. Das ist deswegen so, weil ich sage, okay, ein PETG zum Beispiel mal kann ich nicht so gut schleifen, lackieren oder nachbearbeiten, wie es zum Beispiel mal mit einem PLA oder einem ABS kann. ABS haben wir mittlerweile gelernt, okay, für Anfänger oder für Einsteiger ist jetzt nicht so der heilige Gral, sollte man am besten erstmal die Finger davon lassen. Deswegen legen wir es erstmal zur Seite und dann kümmern wir uns mal ums PLA. Und das ist natürlich ein Punkt, der für manche Leute wichtig ist, weil sie sagen, ey, egal, ich möchte mir jetzt irgendeine Figur aus irgendeinem Film drucken oder aus irgendeinem Spiel drucken. Das ist mir total wichtig, das möchte ich gerne mal machen, einmal im Leben, zumindest mal mit einem 3D-Drucker. Dann nutzt einfach ein ganz normales PLA, das könnt ihr super nachbearbeiten. Da könnt ihr mit einem Filler drauf gehen, damit die Layer entsprechend, die einzelnen Schichten halt verschwinden. Und den Rest könnt ihr dann auch gut lackieren. Mit einem PETG habe ich selbst schon die Erfahrung gemacht, das ist ein bisschen schwierig, das hält nicht immer so ganz doll drauf. Bei einem ASA ist es ähnlich wie bei ABS, das funktioniert schon, aber es ist halt auch gewöhnungsbedürftig bei so einem flexiblen Material hier, wie das ist ein Styx jetzt halt entsprechend, ist es halt auch fragwürdig, weil dafür ist es eigentlich nicht gemacht, das ist ein Material, was für mechanische Bauteile gemacht ist. Das lackiert man eigentlich nicht, das nutzt man eigentlich jetzt nicht, um irgendwelche Figuren zu drucken, das ist für Belastungsteile eigentlich gemacht. Und daher, wenn ihr eine Figur drucken wollt, geht auch einfach auf ein PLA und das könnt ihr wunderbar entsprechend mit einem Filler nachbearbeiten, dann schleifen und nochmal filmen und nochmal schleifen und dann lackieren. Die Videos dazu blende ich euch hier oben ein. Da könnt ihr sehen, wie ich den Iron Man und den Grogu entsprechend gebaut habe. Die funktionieren auch ganz gut damit. Der letzte Punkt. Und der ist für die Leute, die sagen, okay, das mit den Figuren ist mir nicht so wichtig, das interessiert mich nicht, ich mag nichts nachbearbeiten, sondern ich mag die Figuren, wenn ich sie drucke oder die Bauteile, die ich drucke, drucken, hinstellen, fertig, schön. Und ich möchte dafür eine geile Farbe haben. Und da kann ich auch nur sagen, mal wieder, geht zu PLA. Bei PLA ist einfach die Farbgröße oder die Farbvielfalt einfach am größten, so rum, nicht Farbgröße am vielfältigsten, nein, die Farbvielfalt am größten, so. ihr seht hier, ich habe jetzt zum Beispiel mal hier so ein Silky Purple, also so ein ledernes Seidenfilament, da habe ich so ein hellblaues dazu, die sehen schon recht cool aus. Dazu gibt es aber auch nochmal hier so Metallic-Filamente, wie das Galaxy PLA in Champagner Gold. Es gibt unifarbene Farben natürlich, wie das Gelb und das Grün oder auch Schwarz und Silber. Da kriegt ihr wirklich
einfach die größte Farbvielfalt. Auch von über Regenbogen, Farbwechsel, also Thermoplastik, wo dann über die Temperatur die Farbe gewechselt wird. Glow in the Dark bekommt ihr dort und natürlich auch entsprechend solche Flipflop, wie ich es nenne, Flipflop-Farben, die dann entsprechend je nach Blickwinkel entsprechend die Farbe ändern. Und das kriegt ihr halt bei PETG, ABS, ASA sehr selten. Also ASA kriegt ihr eigentlich nur immer in den Grundfarben. ABS gibt es schon mittlerweile Hersteller, auch 3D Fuel und KVP, die mittlerweile auf den Zug aufspringen und sagen, okay, außer den Grundfarben bieten wir nochmal ein paar extra Farben an. Auch mit Glitzer oder halt entsprechend in anderen flippigen Farben, Farbkombinationen oder sowas in der Richtung. Aber hauptsächlich liegt das Augenmerk bei der Farbvielfalt wirklich auf PLA. Ja, PETG gibt es auch das ein oder andere Marmorfilament, Glitzerfilament, aber dann hört es auch schon meistens auf. Wie gesagt, das meiste findet ihr bei PLA. So viel zu dem Thema. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder weitere Tipps und Tricks habt, könnt ihr die gerne unten in die Videobeschreibung packen. Ich versuche die alle zu beantworten oder alle zu verarbeiten und nochmal auf der Webseite entsprechend euch zur Verfügung zu stellen. Den Link zu den Tipps gibt es auch nochmal zu unserer Webseite entsprechend in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, was mit dieser Figur hier passiert oder aber auch dieser Figur hier passiert, dann lasst ein Abo da. Und joint der Makorama-Familie. In diesem Sinne, hat mich gefreut. Bleibt gesund. Bis dahin. Happy Printing.